Ich möchte Ihnen jetzt die Töpfe und Pfannen von Zepter vorstellen. Ich arbeite seit über 30 Jahren damit und für mich gibt es nichts Besseres. Das ist nicht herkömmlicher Stahl, sondern wir haben hier medizinischen Stahl. Der Topf und der Boden wird unter hohem Anpressdruck zu einem Stück zusammengepresst. Damit ist die Wärmeverteilung optimal. Und dann haben wir hier keine herkömmliche Beschichtung, sondern es ist eine Optimierung der Oberfläche, die kratzfest ist, robust ist, von hoher Qualität ist und wo sie ohne Fett oder in ganz wenig Fett wunderbar anbraten können. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir starten jetzt mit unserem Gemüse, das habe ich sauber gewaschen. Jetzt kommt es in den Topf rein, ohne Fett natürlich. Es kann ruhig ein bisschen nass sein. Und jetzt können Sie es würzen, als Vorschlag mit ein bisschen Rosmarin. Ich habe hier ein bisschen Ingwer. Und jetzt gebe ich den Deckel drauf. Und jetzt lassen wir es langsam vor sich hin dünsten. Und jetzt schauen wir, ob die Pfanne richtig heiß ist. Ganz einfach. Man nimmt ein bisschen Wasser, gibt es da drauf. Wenn Sie so Perlen in der Pfanne haben, dann wissen Sie, Sie haben genau die richtige Temperatur. Und jetzt können wir unser Fleisch anbraten. So, jetzt kommt das Fleisch in die Pfanne. Deckel drauf. Und jetzt lassen wir jetzt ungefähr 3 Minuten langsam vor sich hin braten. Auf maximal mittlerer Stufe. So, jetzt heben wir den Deckel weg. Jetzt drehen wir es um. Da sieht man hier, dass das Fleisch schon leicht zu schwitzen beginnt. Hier sieht man so kleine Schweißperlen. Jetzt drehen wir es um. Und jetzt auf der Seite auch nochmal gute 3 Minuten. Und es ist innen wunderschön rosa und saftig. So, jetzt schauen wir es uns an. Wunderbar. Hier klebt nicht. Hier haben wir schöne Brataromen. Und diese Brataromen lösche ich jetzt ab mit ein bisschen Geflügelbrühe oder Rinderbrühe. Die lösen sich jetzt und daraus kann ich mir jetzt eine Soße machen. Ich habe hier ein Barbecue-Grillgewürz, das geben wir ein bisschen drauf. Kleines Stück Butter. Da sieht man, dass in der Pfanne überhaupt kein Bratensatz klebt, das ist wunderschön. Super. Und jetzt schmeckt man das Gemüse ab. Auch fertig. Bisschen Olivenöl. Jetzt kommen wir Olivenöl drauf, geben wir etwas. Gell? Jetzt erhitzt sich das Olivenöl nicht mehr und dabei bleibt es sehr gesund. Ein bisschen Lavendelsalz habe ich da noch da. Ja, und jetzt kann ich anrichten. So. Bei der Garmethode bleibt bei jedem Gemüse der Eigengeschmack. So. Jetzt kommt die Soße drauf. Das Steak. Dann haben wir ein wunderschönes, saftiges Steak. Mit einer perfekten Soße und einem perfekt gegartem, geschmackvollem Gemüse. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und guten Appetit.